Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Subnautica. Ja, ich mache weiter und dudel weiter fröhlich im Meer herum, planlos. Nochmal an dieser Stelle Entschuldigung dafür, dass in den letzten Folgen immer irgendwann der Sound asynchron geworden ist. Ich hoffe, jetzt herausgefunden zu haben, woran es liegt. Ich bin mir aber nach wie vor nicht sicher. Das heißt, wenn das nochmal passiert, entschuldigt bitte. Ich probiere so lange rum, bis es läuft. An der PC-Leistung liegt es wahrscheinlich nicht. Ja, wir müssen einfach schauen, was da los ist. So. Ja, zuletzt hatten wir die wunderbare Nachricht von einem sehr bedrohlich aussehenden Viech. Blauer Teleport-Dings. So. Der Plan war für diese Folge, bevor ich jetzt hier losdudel, war erstmal nochmal da runter, weil da haben wir irgendeine Base gesehen, die hier gebaut wurde, und da reinzufahren. Dann müssen wir Lithium finden, um das Tiefenmodul für den Zyklopen zu bauen. Wir müssen ganz viele Energiezellen bauen, damit uns der Zyklop nicht irgendwann in 900.000 Meter Tiefe liegen bleibt. Ja, und dann wäre quasi der Plan, die Tiefen von Subnautica zu erkunden. Vor allem diese eine Stelle, die uns geschildert wurde, 800 Meter von der Vollstreckerbasis entfernt. So, hier oben war jetzt ja noch nicht groß was Gefährliches, wie es aussieht. Ach so, wie war denn das Inventar eigentlich gerade? Geht, okay. Hier haben wir Quarz, ich will nur immer mal gucken. Nicht, dass ich irgendwie schon längst die ganze Zeit an Lithium vorbeifahre und es einfach nicht sehe. Das wäre nämlich relativ typisch ich. Ach, das ist ein schwebender Stein. Sehr gut. So. Es scheint mir, also in den tieferen Gebieten kommen halt die Kraken. Aber bis hierhin zumindest scheint mir das Ganze noch relativ safe zu sein. So, wir sind so tief wie es geht. Und wollen jetzt also wieder los. Jetzt muss ich nur mal schnell die Stelle wiederfinden. Was bist du eigentlich? Was ist das hier? Ach, auch ein Kreaturenei. Okay. Ah! Nein! Jetzt hat er mich erwischt! Goddammit! Ich bin wo? Seemotte. Ich habe letztens noch zu Alkri gesagt, wie lächerlich ich diese Warper finde, weil sie es nie schaffen, mich zu erwischen. Fuck, wo ist denn jetzt... Da, okay, da ist die Seemotte. Jetzt starten wir noch einmal neu, damit wir auch mit voller Luft runtergehen. Und zack, werde ich erwischt. Okay. Weil ich glaube, dass da unten irgendwas Wichtiges ist, weil da ist so ein krasses Warper-Aufkommen, dass ich schon das Gefühl habe, da wird schon irgendwas von Relevanz sein. So, jetzt muss ich diese Höhle mal wieder finden. Nicht Höhle, sondern diese Base. Die war irgendwo... Was ist das hier? Giersack. Aha. Neuer Bauplan. Alright. Okay, also unser Ausflug hat sich so oder so auf jeden Fall schon mal gelohnt. Mann, wo zur Hölle war denn das? Hier oben, ist es das? Nee. Auch nur eine Felsformation. Ich darf natürlich nicht zu weit wegfahren von der Seemotte. Aber es war auch nicht so weit. Es war eigentlich von... Als ich so drauf zugeschwommen bin, habe ich das eigentlich gesehen. Das muss irgendwo... Da sind die Krater. Von denen bin ich hochgeschwommen. Und auf das hier zu. Also eigentlich muss es irgendwo hier sein. Ah ne, jetzt bin ich glaube ich zu hoch. Oh ja, ich bin viel zu hoch.
Hey, also er ist okay, ich. Ja Leute, ne, ich und Orientierung, das ist echt so eine Sache. Ja. Eigentlich müsste es jetzt hier runter und dann rechts sein, bin ich der Meinung. Ah! Was wollen Sie von mir? Ich habe Ihnen nichts, gehen Sie weg! Ihr seid ganz schön aggressive Dudes, kann das sein? Das gibt's doch nicht, dass ich diese scheiß Base nicht wiederfinde. Überall sind sie jetzt. Lass mich, du leuchtest cool. Ah! Bitte nicht warpen. Okay. Danke für Ihre Kooperation. Das gibt's doch nicht, verdammter Mist. Das war doch nie im Leben so tief. Oh Mann, wäre ich mal in dem Moment reingeschwommen, ey. Aber da hatte ich halt Angst um meinen Sauerstoff. Muss ich jetzt natürlich immer noch... Oh, ich bin wieder beim Lava. Ach da. Ich hoffe, ich komme auch an der anderen Stelle hier wieder raus, sonst habe ich ein Problem. Lass mich. Nee, ich bin hier ganz offensichtlich falsch gerade. Oh Gott, ich hoffe, ich mache hier gerade keinen Fehler. So, immer schön die Wände abscannen. Vielleicht finde ich ja irgendwo noch was, was mir nützlich erscheint. Hier, diese ganze Sache. Wir müssen nämlich auch bald fleißig Batterien bauen. Das heißt, Kupfer und so können wir auch schon mal fleißig einsammeln. Okay, jetzt bin ich hier oben. Ey, wie kann man... Ich habe ja das Video sogar geschnitten. Das heißt, ich habe das sogar vor kurzem noch gesehen, wie das... der Weg theoretisch sein müsste. Und ich kriege es trotzdem nicht hin. Ich bin halt wirklich... Ich verbrauche hier gerade einfach nur Batterien für meinen Glider. Gut, und ich habe so einen Gelsack gefunden, was wahrscheinlich... Oh, mehr Rubine. Was wahrscheinlich ziemlich nützlich ist. Eigentlich... Ich bin ja... Vielleicht bin ich... Tauche ich auch gerade nicht tief genug. Ich bin ja eigentlich beim letzten Mal erstmal ziemlich weit runter. Aber ich finde halt gerade einfach überhaupt nichts wieder. Also vom Gefühl her... Müsste ich es halt jetzt eigentlich schon längst sehen. Hier sind wieder die Vulkan-Dingse. Oh, warte. Ah! Da war so ein Gelsack. Ich wollte ihn eigentlich einsammeln. Okay, hier schwimme ich dann aus dem Gebiet raus. Aber es war ja nicht hier, oder? Ich finde halt nicht mal das vom letzten Mal wieder. Okay, ich muss jetzt halt auch gleich schon wieder zurück. Ich überlege übrigens, ob ich die Subnautica-Folgen jetzt dann doch ein bisschen schneide. Ja, bin da so hin und her gerissen, weil... Natürlich gehört es zur Erfahrung dazu... dieses Erkunden und das Suchen und das Ungewisse. Aber ich verbringe jetzt eben auch schon sehr viele Folgen damit,
einfach nur... Bin ich eigentlich auf normaler Geschwindigkeit? Wo steht's? Player Speed. Ne, irgendwie bin ich auch langsamer, ne? Wahrscheinlich, weil ich so weit unten bin, nehme ich an. Oh, da ist noch so ein Gelsack. Da ich damit was bauen kann, halte ich, denke ich mal, dass die wichtig sind. Zack. Bitte jetzt nicht warpen, lieber Warper. Ich habe sie sehr lieb. Nein, 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 nein. Haken schlagen, Haken schlagen. Denn ich brauche Luft. Gleich können wir wieder spielen miteinander, sie und ich. Gerade brauche ich Luft. Da ist noch einer. Oh, wir haben einen neuen Notruf. Das ist schon mal ganz gut. Ich nehme sie jetzt erstmal mit, solange ich den Platz habe. Das gibt's doch gar nicht, ey. Ich bin doch hier reingetaucht. Da ist die... Wo ist meine Signalboje? Da. Ich bin ja hier reingetaucht. So, jetzt tauche ich mal da noch weiter runter. Vielleicht bin ich wirklich einfach zu hoch. Noch. So, jetzt habe ich gleich wieder eine... Genau, hier ist das. Hier sind diese Vulkandingse. Aber wie geht's dann weiter? Vor allem, es kann eigentlich nicht so versteckt sein, weil ich habe das beim letzten Mal halt wirklich ja komplett gesehen. Es wäre ganz geil, wenn ich mal diese Stelle wiederfinden würde, wo dieses, ja, dieses Giftgaszeug am Boden war. Weil von da aus würde ich es, denke ich mal, finden. Aber ich finde halt jetzt, ich finde jetzt halt einfach wirklich gar nichts. Ich bin der Meinung, eigentlich bin ich hier rum. Hä? Ich bin gerade wirklich schockiert von meiner eigenen Orientierungslosigkeit, muss ich mal ganz klar so sagen. Oh, er hat mich weiter hochgebeamt. Das ist nett. Appreciated. Ah! Hm. Welcome aboard, Captain. Tja, gut, wir können natürlich jetzt auch einfach erstmal... Ich habe das Gefühl, ich komme gerade mit meinem Vorgehen nicht so wirklich weiter. Ich habe ja die Markierung, ich kann ja also jederzeit zurückkommen. Ist noch ein Gelsack. Okay, die gibt es hier ziemlich viel. Ja. Das muss ich mir mal merken, falls die wichtig sind. Oh, vielleicht hätte ich sie auch mal einfach mal scannen sollen. Ah, dammit. Das wäre schlau gewesen. Okay, hier dudeln sie immer noch rum. Okay, eine Höhle. Überall nur Kalkstein, Mann. Ich wundere mich, dass ich überhaupt noch Inventarplatz habe, ehrlich gesagt. Bienen. Habe ich auch noch nicht gescannt, fällt mir gerade auf. Ich glaube, die ganzen Rohstoffe habe ich nicht gescannt.
Oh, wir haben nur noch eine volle Batterie. Ja, dann müssen wir jetzt gleich mal zum Zyklop und dann zurück. Ist halt so. Wir brauchen Batterien. Da ist der Zyklop. Na gut. Komm, dann nehmen wir jetzt unsere... Wir haben ja auf jeden Fall irgendwas Neues bekommen. So. Nein! So, uns fehlt aber immer noch ein Lithium. Was bist du? Kann ich, glaube ich, nicht abbauen, ne? Aber... Blei, aha. Ich werde mir jetzt in jedem Gebiet mal ganz genau hier die Dings angucken. Die Gesteine. Das ist auch wieder Kalkstein, Kalkstein. So eine Pflanze. Salzablagerung können wir auch schon mal mitnehmen, weil die brauchen wir auch gleich. Wir müssen nämlich gleich unsere Ressourcen deutlich wieder auffüllen. Boah, Alter, das gibt's doch gar nicht. Weil ich glaube tatsächlich, an der Stelle, wo ich schon mal war, die ich jetzt partout einfach nicht wiederfinde, da gab es ja so dermaßen viel Lithium. Und es war ja hier in der Nähe irgendwo. Ich glaube halt nicht, dass der Rohstoff so kacke selten ist, dass man ihn einfach nicht mehr kriegen kann. Aha. So, dann haben wir schon mal das. Gut, ich glaube, jetzt haben wir zwei. Warum habe ich nur ein Lithium? Habe ich das andere weggepackt? Okay, aber dann will ich hier auf jeden Fall, da ist noch mehr. So. Okay, das ist doch aber schon mal ganz gut. Haben wir das schon mal. Ah, und hier ist es auch dieses Gestein. Okay, also das Gebiet hier ist schon richtig. Man muss halt nur die richtigen Höhlen finden. Hier ist... Jetzt habe ich statt Diamant Dynamit gelesen. Nein! Meins! Okay, gut. Dann habe ich jetzt, was ich wollte. Und merke mir hier... Also ziemlich... Okay. Eine Schlucht hinter Signalboje 1 im Prinzip. Muss ich mir merken. Gut. Ich mag das Gebiet nämlich ganz gerne, weil es hier so ziemlich definitiv keine Reaper gibt. So, dann wollen wir jetzt zurück. Hier nach drüben. Und dann können wir mal ein bisschen das Schiff upgraden. Beim Andocken gegen das U-Boot gefahren. Übrigens möchte ich mal ganz kurz anmerken, dafür, dass die so krass fortschrittlich sind, hier die Dudes, ja, sind sie echt schlecht, dass
U-Boote, ja, dass U-Boote die Seemotte 200 Meter und mit Upgrades dann, weiß ich nicht, 500 fahren kann und der Zyklop halt ohne Upgrades 500. Was sind das für U-Boote, ey? This is Altera HQ. This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there, so Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. We're doing a sandwich run, you in? Yeah, give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, well, tell Becky I'll just take the regular. The regular? Yeah, she'll know what I mean. The code should and be... if she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay, the code. Regular... Hey, der Untertitel ist gerade übelst verzögert. The code should be 2679. The regular is just a ham and cheese. Okay, would you just ooh. Ham and cheese? Okay. Ah, Moment, Moment. Hochsicherheitskonsole im Quartier des Kapitäns. Bevor die Verbindung abbrach, hat die Altera-Zentrale Baupläne in den Hauptcomputer der Aurora übertragen. Es gibt eine Hochsicherheitskonsole im Quartier des Kapitäns unter dem Krebsdock. Dort sollten die Baupläne verfügbar sein. Der Code lautet 2679. Das heißt, wir haben jetzt den Code, um da reinzukommen. Ah, genau, das müssen wir auch noch durchlesen. Ah, Geisterwochen ist neu. Diese Wochenart hat sich an... Oh, warte, Moment, bevor ich lese. Müssen wir erstmal für sorgen, dass wir überhaupt leben. Das wäre ganz gut. Packen wir das hier auch erstmal weg. So, die leeren Batterien können weg. So, also wir brauchen auf jeden Fall Batterien. So, holen wir uns nochmal schnell hier was zu futtern. Und wieder einpflanzen. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Für Essen und so können wir jetzt auf jeden Fall schon mal sorgen. Ah, ich habe wieder vergessen, Fisch zu fangen, um ihn reinzusetzen. So, jetzt aber. Geisterwochen. Diese Wochenart hat sich an Tiefseebedingungen angepasst. Ihr Körper ist vollständig durch eine durchsichtige Haut geschützt und seine großen Flügel können einen beachtlichen Schub erzeugen. Giftiges Fleisch. Wie bei den Wochen auf 45, 46 B üblich, ist das Fleisch der Geisterwochen nicht essbar, was es zu einem der widerstandsfähigsten Pflanzenfresser macht. Fressverhalten ernährt sich von Pflanzenmaterial, das auf den Boden von Tiefseehöhlen herabgesunken ist. Beurteilung nicht essbar. Und klein haben wir den Spatenfisch neu. Na gut, der ist mir relativ egal, er sieht lustig aus. So, Pflanzen. Gelandenqualle. Wann habe ich die denn gefunden? So, und wir haben einen neuen Bauplan. Ja! Wir können da Ego-Gel bauen! Nice! Uhuhu! Das heißt, wir können den Krebs jetzt bauen, ist das korrekt? Diamanten haben wir. Blei. Können wir kriegen. Haben wir vielleicht auch. Emailliertes Glas, Aerogel und Plastellbarren. Yes! Sehr gut, der Ausflug hat sich gelohnt. Nice! So, und jetzt noch... Goddammit, es war auf der anderen Seite. Jetzt wollen wir noch... Wofür? Ach so, für Plastahlbarren brauchte ich das Lithium, richtig. Okay, ja, dann auf zurück, würde ich mal sagen, zu unserer Base. Sehr geil, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das heißt, wir können jetzt unseren Zyklopen upgraden, wir können den Krebs bauen. Ich werde jetzt dann wahrscheinlich nächste Folge wahrscheinlich so eine Materialsammelfolge machen müssen. Aber, sehr geil. Warte mal, wie viel Plastahlbarren brauchten wir für den Krebs? 2, das heißt, ich sollte Lithium noch sammeln, damit wir, ja, damit wir dann auf jeden Fall nicht nochmal los müssen. Welcome aboard, Captain. All systems online. Fuck, ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr, wo es war. Moment, wo ist Signalboje 1? Aurora Heck. Sag mal. Blauranken Teleport-Ding. Signalboje 2. Aurora Heck.
blöd. Da. Genau, also irgendwo hier unten. Ich bin von hier gekommen, ne? Ja, hier drin, ne? Ich glaube, das müsste der Canyon sein, wo ich rein bin. Schwimmen wir den mal noch von Anfang an los. Ja, das ist er. Sehr gut, okay. Das ist aber nicht die Höhle, die ich suche. Oh Gott, damn it. Wie war der Weg? Nee, ich glaube, ich bin schon zu weit. Es war so 300 Meter entfernt. Aber das finde ich ja jetzt wohl. Also, das ist das hier, wo ich reingetaucht bin. Oh, guck mal. Ah, da ist noch so ein Gelsack. Jetzt können wir ihn mal scannen. Dann an. Jetzt hab ich die nicht eingesammelt. Oh Mann, Alter. Ich bin ein Hornochse manchmal. Okay, Moment. Wait. Hier ist das. Dann bin ich, dann ist was der Eingang, in den ich reingeschwommen bin. Denk ich? I believe, I think so. Oh, schaut mal, hier ist... Jetzt kann ich ja erstmal alles einsammeln, was ich finde. Zack, da ist noch ein Gelsack. Zwei. Zack. Zack. Ich brauche mindestens noch ein Lithium mehr, weil tatsächlich wäre mir der Krebs jetzt erstmal wichtiger als... als das Tiefenmodul, was wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig ist. Ich bin doch da, wo ich... Ich verwirre mich manchmal so hart selbst. Hier ist sogar die Rettungskapsel. Es ist sogar original die Höhle, wo ich den ganzen Schieferstein gefunden habe. Aber hier war doch noch viel mehr. Das ist so assi, dass man den wirklich einmal abpflückt und dann bleibt er für immer ab. Habe ich hier echt alles Lithium abgepflückt? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Oh, eine Zeitkapsel. Nice. Also das ist halt der Punkt. Man kann nicht sagen, dass es sich nicht lohnen würde. Scanner, Reparaturwerkzeug, Feldmesser. Alright. Ja, gut. Werden halt aufgeladen sein, ne? Das ist natürlich der Vorteil. Ja, jetzt bin ich natürlich gerade voll. Wart mal. Die Leuchtfackel können wir wegmachen. Ja, komm, Quarz finden wir auch bei uns in der Nähe. Ja. Gut.
Sag mal. Sonst geht's euch gut, ja? Assis. Okay, machen aber nicht wirklich was. Ja, weil wir müssen jetzt ja auch noch Platz fürs Lithium schaffen. Ja, komm. Alles, was wir uns in der Nähe finden, kann jetzt erstmal weg. So. Okay. Naja gut, aber eine Zeitkapsel gefunden. Hier ist nochmal Lithium. Ah. Sehr gut. Ja, geht doch. So, jetzt noch zwei wäre eigentlich geil. Weil dann hätten wir schon mal alles safe, was wir brauchen. Schaut mal, hier so ein Lithium. Ah. Ja, aber ne, wenn ich die Krebs dann habe, kann ich eben auch dann wieder hier hin. Und kann halt easy peasy. Einfach mir so eine Dinger abbauen. Rubine. Ja, wahrscheinlich gibt es einfach viel geilere Gebiete dafür. Wahrscheinlich habe ich die sogar auch schon gefunden. Und es ist mir einfach nur nicht bewusst. Achso, das ist Titan, was ich weggeschmissen habe. God damn it! Ah! Lithium. Eins noch, ne? Ein Lithium, dann könnten wir alle Plastahlbahnen bauen, wenn ich mich nicht vertue. Come on, eins noch. Rache! Komm, ein Lithium noch. Voll da. Nee, was bist du? Habe ich die schon? Ja. Oh, noch eine. Diamant, Medikit, Zyklop, Wärmereaktor. Ah! Okay, wenn ich mich nicht vertue, ist es ja so, sobald ich mein Inventar jetzt leere, kriege ich das. Ne? Zyklop, Wärmereaktor klingt natürlich sehr gut. Ah, hier geht's hier wieder hin. Ah, alright. Weiß natürlich nicht, was es hier so an krankem Zeug gibt. Ja, okay, ich muss jetzt erstmal zurück. Zum Zyklopsi. Gut, aber hier können wir jederzeit wieder hin. Und dann, ja, werde ich jetzt erstmal zur Base fahren. Mit dem Krebs so langsam herstellen und dann sehen wir weiter mit allem anderen. Hört ihr auf, mein Schiff durch eure bloße Existenz kaputt zu machen, bitte. Das ist nämlich echt nicht korrekt von euch. Wobei ich gerade auch überlege, ehrlich gesagt, ich glaube, ich mache das sogar mit der Seemotte zurückzufahren. Zur Heimat, um seine Energie nicht noch weiter zu verbrauchen, wisst ihr? Eigentlich macht das, glaube ich, Sinn. Und wir sind schneller, noch dazu. Hier ist auch nichts, was den Zyklop kaputt macht, von daher
Ich hoffe... wobei, Moment. Nicht, dass wir das vergeuden. Wir haben natürlich jetzt jede Menge Ressourcen im Zyklopen gelagert. Ja, ach komm, dann muss ich einfach Energiezellen bauen, dann. Was soll's. Und wir können ja eventuell dann einen Wärmereaktor für den Zyklopen herstellen. So, das müssen wir jetzt nochmal schnell checken. Rumpfbau, nee. Ladeschachterweiterung. Tiefenmodul. Sonar. Zyklop-Wärmereaktor. Innenmodule. Batterieladestation. Das klingt gut. Energiezellenladestation. Können wir sogar bauen. Nice. Das ist natürlich sehr wichtig. Nice. Sehr gut. Also wir haben echt gut Progress gemacht. Nice. Sehr, sehr gut. So, gut. Dann... wir wollen den Rollschlüsselantrieb machen. Engine powering up. Und los geht's. Ah! Es ist schon ein, das ist schon geil. Muss ich wirklich sagen. Also, ich muss mal gucken. Wenn ich mich dazu entscheide, die Folgen zu schneiden, dann werden sie wahrscheinlich ein bisschen seltener kommen als vorher, weil dann muss ich ja auch mal die ganze Folge durchgucken. Dementsprechend. So, wir können jetzt auf die Aurora. Wir haben den Code. Wir können... ein Flank. Emergency Speed. Wir können uns jede Menge Sachen bauen. Das ist ganz geil. Jetzt ist der Progress mal wieder da. Warning. Engine overheat. What? Ahead standard. Wo sehe ich das, dass wir überhitzt sind? Naja, gut. Platsch. Boah, der geräuschlose Modus ist krass. Da bleibt sogar das Platsch aus. Not bad. Okay. Es kann eigentlich nirgendwo rangestoßen sein. Naja, gut. Okay. So, wir parken hier daneben wieder, wie beim letzten Mal. So. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall die Ladestation. Baut man die einfach hier ganz normal mit dem? Hier. Energiezellen-Ladestation. Nice. Okay, gut. Dann sind wir wieder in der Heimat. Wir fassen zusammen. Wir haben den Bauplan für die... also wir können den Krebs bauen. Wir haben das Material jetzt dafür. Wir können uns eine Energiezellen-Ladestation bauen. Das heißt, uns wird nicht mehr die Energie mittendrin ausgehen. Wir können auf die Aurora, weil wir jetzt den Code haben für die Kapitänskabine. Wir
können das Tiefseemodul für den Zyklopen bauen. Alter, nice! Wir kommen, jawohl, jetzt geht's hier weiter. Jetzt können wir nämlich bald dann mit der, uns vorbereiten und mit der Story weitermachen. Das mag ich sehr gerne. Gut, das war's von dieser Folge von Subnautica. Ich hoffe, ohne Synchronitätsprobleme. Das werde ich mir gleich mal anschauen, wie es aussieht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Gauton und ciao.